Genau. Glaubst du, ist ein Explorer Asset Protection, wie du in den nächsten Jahren dein Geld behältst, ja? Weil dein Geld eben dir gehört. Und es gibt immer mehr Bestrebungen, uns das Geld wegzunehmen, beziehungsweise uns schleichend zu enteignen und ja, auch das Leben schwerer zu machen, unabhängig, ob man Unternehmer ist oder halt Arbeiter oder was weiß ich, Normalo. Es ist einfach, es gibt immer mehr Regularien, immer mehr Gesetze, die eingeführt werden und teilweise dann auch einfach klammheilig. Ganz im Hintergrund, ohne dass man es das mitbekommt. Das wird halt nicht an die große Glocke gehangen. Und da wollen wir also auch ein bisschen drauf eingehen. Also ihr seht jetzt hier das Inhaltsverzeichnis von unserem Webinar heute. Als erstes gehen wir mal kurz darauf ein, wie dir überhaupt vorgegaukelt wird vom System, dass dein Geld oder deine Anlagen sicher sein sollen oder sicher sind. Dann halt aktuelle beängstigende Entwicklungen in der Finanzwelt. Das ist auch schon seit ein paar Jahren, fängt das ja an. Das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Und da sind auch ein paar Gesetze bei, die wir zum Beispiel jetzt auch zeigen werden, die sind schon seit 2015 aktiv, aber die meisten kennen das halt überhaupt gar nicht. Ja. Genau, dann gehen wir mal auf die Möglichkeiten der strukturellen Vermögenssicherung ein. Also was kann man denn zum Beispiel für Firmen gründen, nur juristische Personen nutzen? Was gibt es da für strukturelle Möglichkeiten, um Vermögenssicherung zu betreiben? Dann gibt es krisenresistente Anlageklassen und wenn ja, welche sind das? Genau. Dann angewandte Asset Protection mit der Flaggentheorie, das ist auch ganz wichtig. Ja, Flaggentheorie, wir reden immer darüber, diversifiziere dich weltweit. Und wie kann man das jetzt bei der Asset Protection überhaupt anwenden? Und dann zum Schluss gehen wir auf Singapur ein. Wir gehen generell nochmal auf ein paar Jurisdiktionen ein, aber auf Singapur hauptsächlich. Stellen wir mal Singapur vor, warum dieses Land sehr, sehr interessant ist. Und am Ende dann, wenn wir damit fertig sind, wie gesagt, haben wir nochmal eine Frage-Antworten-Runde von 15 Minuten. Deswegen, wie gesagt, im YouTube-Chat bitte deine Fragen schreiben. Kannst du während der Präsentation jederzeit machen. Gut. Christoph, noch irgendwas? Ja, du hast ja den Inhalt vorgegeben. Da werden wir jetzt im Detail drauf eingehen. Genau. So, da sind wir hier bei dem ersten Video vorgegaukelt wird, wie dass dein Geld sicher ist, deine Anlagen. Willst du starten, Christoph? Oder? Ja, genau. Also, wir haben einfach, viele von euch sind sich natürlich darüber bewusst, dass es nicht so ist, wie es scheint oder wie die Politik, die Medien es vorgaukeln, sondern dass sage ich mal, deine Ersparnisse, deine Investments vielleicht nicht so sicher sind, wie sie, sage ich mal, deine Sparkasse oder was auch immer das sagt. Ja, und es gibt einfach verschiedene Mechanismen, die wir haben, wo viele Leute denken, ah, da wird schon nichts passieren. Es gibt die Einlagensicherung, im Endeffekt gibt es die Zentralbank, dann haftet vielleicht der Staat oder sogar die EU, wenn ich jetzt da ein paar Euros auf dem Bankkonto liegen habe. Aber das ist natürlich nicht zwingend der Fall, Sergio, ne? Ja, genau. Also man kann es wie so ein Dominosystem sich eigentlich vorstellen. Also wir haben natürlich als erstes, wenn es jetzt mal zu einer Bankenkrise kommen würde, sagen wir mal, und eine Bank gerät in Schieflage, dann ist natürlich als erstes erstmal das Eigenkapital der Bank wird gefragt, wird geschaut, analysiert, okay, kann die Bank vielleicht erstmal selbst ihre Anleger abfedern und auszahlen? Wenn die Bank aber ja so viel schlechte Assets hat, dass sie halt fällt quasi, dann ist als nächstes die Einlagensicherung, ist der nächste Dominostein, ja. Nachdem die Bank fällt, kommt halt die Einlagensicherung, ja, die ja in Deutschland oder im Euroraum so bei 100.000 liegt. Jedes Land hat da andere Sachen und manche Länder haben auch gar keine Einlagensicherung. Also da muss man halt, kann man auch mal schauen. Aber das ist natürlich auch nicht garantiert, ja. Ja, man sollte immer natürlich auch einfach auf die Anreizwirkung von Einlagensicherung schauen. Ich persönlich habe mein Geld lieber in Ländern ohne Einlagensicherung, weil dort die Banken einfach nicht diese Anreize haben, sag ich mal, mit deinem Geld zu spekulieren, weil sie halt voll dafür haften müssen. Genau, und was du auch machen kannst, was auch wichtig ist, du kannst die Bilanz einer Bank analysieren. Du kannst zum Beispiel schauen, wie hoch ist denn eigentlich die Quote von liquiden Reserven, also zum Beispiel Bargeld und Edelmetallen von der Bank, in Bezug auf allen Deposits von allen Anlegern. Ja? Und da sind zum Beispiel in Georgien, liegen die Banken zwischen 10 bis 15%. Das heißt, von allen Deposits, von allen Sparern, die was dort eingezahlt haben, hat die Bank 10 bis 15% als Cash-Reserve, Bargeld oder Edelmetalle. Ja, Armenien ist da, haben wir eine Bank, die ist noch viel höher, über 20%. Und dann gibt es halt noch verschiedene andere Banken. Also da kann man halt auch analysieren. Aber wenn es zu so einem Bankrun kommen würde und alle Leute ihr Geld haben wollen und eine Bank hat unter 1%, sage ich mal, nur an Bargeldreserven, dann ist natürlich ganz, ganz schnell das Bargeld weg und die Leute können nicht mehr ausgezahlt werden. Ja. Und das ist also so eine Sache, wo du selbst auch schauen kannst, wo du einfach eine Bilanz, die Bilanzen werden generell immer öffentlich gemacht von den Banken, kannst du selbst diese Kennzahlen ausrechnen. Genau, nach der Einlagensicherung kommt halt die Zentralbank. Wenn die Einlagensicherung nicht funktioniert, soll halt die Zentralbank herhalten. Und wenn die Zentralbank auch insolvent ist und nicht mehr funktioniert, wer haftet dann am Ende? Wer ist der letzte Dominostein so gesehen? Das sind dann wir, der Staat oder die Bürger. Und da sind wir mittlerweile angekommen, ja, dass halt
da im Hintergrund neue Gesetze und so eingeführt werden, um halt Bürger zu enteignen. Ja, aber das große Problem dabei ist ja, es liegt nicht nur an uns, an Deutschland. Wir haben einfach Länder, die deutlich weniger gut wirtschaften wie wir. Deutschland kann man sagen, auch in Deutschland gerade gut wirtschaftet. Ja. Schauen wir uns mal Südeuropa an. Wenn die Zentralbankpleiten gehen, dann sind nicht nur die Griechen oder die Italiener dran, dann sind wir genauso dran, weil wir eben sowas wie die EU haben und noch nicht ganz, aber wahrscheinlich sehr bald komplett gegenseitig haften werden in der Transferunion. Genau, sieht man ja heute schon, Deutschland soll für alles haften, für Griechenland oder für andere Länder, das ist der Vergangenheit. Aber wenn jetzt Italien, sag ich mal, wirklich fällt, Italien hat halt wirklich auch das Potenzial, so gesehen, die ganze EU mit runterzureißen. Also das ist Sache, wo dann natürlich nach dem Staat oder nach einer einzelnen Nation kommt dann halt wieder, wie Christoph schon gesagt hat, so Union wie die EU zum Beispiel, dann vielleicht noch, wo man versucht, irgendwie die Haftung auf alle Mitglieder zu verteilen. Ja. Aber das ist mal so, wie uns vorgegockelt wird eigentlich, dass unsere Gelder sicher sind. Es werden halt irgendwelche Mechanismen erstellt, wie Einlagensicherung oder die Zentralbank, die ist ja so gut und die wird... Und unabhängig. Unabhängig, ja, genau. Und die wird dein Geld auf jeden Fall sicher verwahren und das Geld ist alles sicher. Also das wollen sie uns vorgaukeln. Ja? Und das ist halt das, was die meisten hören. So, schauen wir uns jetzt... geht's weiter? Ja, jetzt wird's spannend. So, genau. Jetzt schauen wir uns die beängstigenden Entwicklungen an in der Finanzwelt. Und die Ursache dahinter ist natürlich, was wir jetzt gerade so besprochen haben, dass es überhaupt zu diesem Problem kommt, natürlich die Geldschöpfung oder das Geldsystem an sich, wie das aufgebaut ist. Ja, dass halt einfach Geld aus dem Nichts geschöpft werden kann, dass zum Beispiel auch die Zinsen nicht mitgeschöpft werden, wenn jetzt Geldschöpfung betrieben wird. Das heißt, die Leute müssen immer gucken, wo können sie die Zinsen wieder herholen. Das muss wieder neues Geld, neue Schulden kreiert werden. Und das ist halt letztendlich, das gerät irgendwann aus dem Ruder nach einer gewissen Anzahl von Jahren. Ja, viele von euch kennen das sicherlich, sind mit dem Thema vertraut, einige nicht. Es macht sehr viel Sinn, sich mit dem Geldsystem, was wir haben, einfach zu beschäftigen. Wenn wir von freien Märkten sprechen oder von freien Märkten gesprochen wird, dann ist das eben gar nicht der Fall, weil, sag ich mal, die zentralen Bestandteile unseres Systems, Finanzsystems, eigentlich komplett kommunistisch sind. Das heißt, der Zins und die Geldmenge, quasi die wichtigsten Faktoren eines Marktes, werden komplett fremdbestimmt und können sich eben nicht frei entfalten. Ja. Und das sorgt halt einfach nach und nach für Verzerrungen. Und mit jedem Tag werden diese Verzerrungen größer und der, sag ich mal, Reinigungsprozess, Gesundungsprozess, das ist dann letztendlich der Crash und die Rezession, der wird dann natürlich auch immer größer. Ja. Also ich kann da auch für jeden, der da sich mit noch nicht wirklich beschäftigt hat, ganz klar Mike Maloney empfehlen, Hidden Secrets of Money. Der hat eine sehr, sehr gute Videoserie dazu gemacht. Und da kann man sich das wirklich einfach eingeben bei YouTube, Hidden Secrets of Money. Da wird wirklich ganz einfach erklärt, wie das Geldsystem funktioniert und wirklich in sehr, sehr guter Art und Weise, Art Dokumentarfilm, der sehr spannend ist. Genau, da gibt es viele gute Bücher auch zu. Ich kann empfehlen, Wirtschaft wirklich verstehen von Rein Degan oder die Nullzinsfalle, das ist das aktuelle Buch von ihm, hier auch aus Wien. Und da wird es auch sehr gut erklärt, was so die 10 Jahre in der Zukunft sind mit unserem Geldsystem. Vor allem in Europa, auch in den USA. Ja, und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und er mag das nicht, wenn es irgendwie Veränderungen gibt und deswegen versucht man das System zu retten. Ja, ich habe das Retten in Anführungszeichen hier gesetzt und dann überlegen sich halt unsere Kommunisten, ja, wie der Christoph gerade so schön gesagt hat, immer wieder neue Repressalien oder Sachen, wie sie uns halt, Ja, wie sie das System halt noch am Leben halten können. Ne? Viele Leute wissen schon, selbst Politiker wissen, dass sie das System seit mal ins Unglück gestürzt haben. Aber sie denken eben nur in ihren Amtszeiten und wenn sie in 5 Jahren dann mit der fetten Diät, Pension in der Rente sind, dann können ja andere den Scheiß ausbaden. Ja. Genau. Schauen wir uns jetzt nochmal konkret ein paar Punkte an. Dann gehen wir es mal durch, was so beängstigende Entwicklungen eigentlich sind. Es gibt zum Beispiel das VAG-Gesetz, kann jeder auch einfach mal googeln. Bezieht sich auf Lebensversicherungen. Dann haben wir auch noch die Rente. Das wird davon gesondert, hat nichts mit der VAG zu tun, aber Rente generell. Habe ich jetzt mal hier aus dem Manager-Magazin eine aktuelle Headline einfach rauskopiert. Jede zweite Rente bereits unter 900 Euro in Deutschland. Das muss ich mir vorstellen. Wer kann denn mit unter 900 Euro, und wenn die dann sogar noch besteuert werden soll, ja, vielleicht haben sie Glück und die ist noch im Steuerfreibetrag, keine Ahnung, kann ich jetzt gerade im Kopf nicht ausrechnen, aber der kann davon noch gut leben in Deutschland für 900 Euro. Ja. Also es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und alleine da sollten uns schon die Alarmglocken angehen, wenn die Renten bereits jetzt so niedrig sind und man davon eigentlich gar nicht leben kann. Die werden ja nicht steigen, die werden eher niedriger werden, weil immer weniger Geld reinkommt und es natürlich immer weniger profitabel vermehrt angelegt werden kann.
Genau. So, und ganz spannend ist jetzt das VAG-Gesetz, was, glaube ich, 2015 eingeführt wurde zum Thema Lebensversicherungen. Und wenn jetzt eine, also deswegen halte ich persönlich gar nichts mehr von Lebensversicherungen, weil wenn eine Gesellschaft, die dieses Lebensversicherung anbietet, Insolvenz geht und das erkennt, dann kann halt die Aufsichtsbehörde da das verschiedene Sachen anordnen. Ja? Und hier ist es so, dass zum Beispiel es so ist, dass halt die einfach anordnen kann, dass die Auszahlungen aus Lebensversicherungen gestoppt werden sollen. Ja, das sieht man hier in Paragraph 314, Absatz 1, Satz 2. Alle Arten von Zahlungen, besonders Versicherungsleistungen, Gewinnverteilungen und bei Lebensversicherungen der Rückkauf oder die Beleihung des Versicherungsscheins sowie Vorauszahlungen darauf können zeitweilig verboten werden. Ja. Das heißt, die werden verboten, man kriegt nichts mehr raus aus seiner Lebensversicherung. Aber jetzt kommt der Clou, was sie sich natürlich wieder überlegt haben. Das dann kommt dann in Absatz 2, Satz 4, die Pflicht der Versicherungsnehmer, die Versicherungsentgelte in der bisherigen Höhe weiterzuzahlen, wird durch die Herabsetzung nicht berührt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also ihr zahlt schön ein und kriegt nichts heraus. Genau, also ihr müsst weiterzahlen, aber ihr kriegt nichts mehr raus. Ja. Ist natürlich ganz schön. Also ihr könnt euch das mal selbst mit beschäftigen. Sind jetzt halt hier nur ein paar Sachen rauskopiert. Dann auch ganz interessant das SAG. Das bezieht sich auf Bankguthaben, nicht auf Lebensversicherungen. Ja. Wir hatten es ja in der Vergangenheit in Zypern, gab es die Bankenkrise, wo die Leute enteignet wurden, teilweise in Griechenland mit den Staatsanleihen, dann Zimbabwe, Venezuela mit der Hyperinflation. Also es gibt genügend Beispiele aus der kurzen Vergangenheit, wo wir gesehen haben, dass das Bankensystem halt auch gefährdet ist und sich ganz schnell von heute auf morgen ändern kann. Und beim SAG ist es so, dass eigentlich alle Einlagen ab 100.000 Euro, aber auch kombiniert davon betroffen sind. Ja, das heißt Sparbuch, Festgeld, man sieht es hier auf der linken Seite, Tagesgeld, Girokonten, Sparverträge, Namensschuldverschreibungen, aber auch Wertpapierdepot. Und ich denke, der eine oder andere, der zuschaut, wird es wahrscheinlich über 100.000 sein. Und was kann jetzt passieren, wenn ein Sanierungsfall eintritt, ja, also wenn eine systemrelevante Bank pleite geht oder Insolvenz geht, dann können halt einfach ja, die Einlagen in eine Aktie von der Bank umgeschrieben werden, eine Nennwertaktie, aber diese Nennwert der Aktie kann dann einfach selbst bestimmt werden, ja, von der Behörde. Also das heißt, es wird einfach irgendwelche Aktien ausgegeben, umgeschrieben und dein Bankguthaben hat dann einfach irgendeinen Wert, was halt einfach willkürlich ja, festgelegt wird. Die Aktie war vorher, was ist 100 Euro, und dann ist die Bank pleite und sagt, die Aktie ist nur noch 1 Euro wert. Also dein Guthaben wird halt in so eine Aktie mit 1 Euro umgewandelt. Ja. Und dann hast du auf einmal 100% verloren. Ja, hier steht das auch nochmal, die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung kann nach § 90 SAG anordnen, dass die Einlagen in Anteile des harten Kernkapitals, also insbesondere in Aktien der betroffenen Bank, umgewandelt werden. Sie kann aber auch den Nennwert der Einlagen ganz oder teilweise herabschreiben. Betroffen sind sowohl Privatkunden als auch Firmenkunden. Genau, das wurde zum Beispiel 2013 ja in Zypern gemacht. Dort wurden die meisten Anleger tatsächlich sag ich mal, nicht komplett enteignet, da sind schon so 20-30% verloren gegangen, weil eben der Nennwert der Aktien eben auch natürlich herabgesetzt wurde. Ja. Aber das sind natürlich Sachen, die bekommt man nicht erzählt in der Regel, die hört man auch nicht in der Tagesschau oder so. Die werden einfach klammheimlich im Hintergrund eingeführt. Und wenn dann mal sowas passiert, dann steht man da. Wenn man diese Informationen nicht hat, dann hat man das Problem, dass das Geld weg ist. Ja, ja, und noch sind es 100.000, aber es ist natürlich auch so zu erwarten, dass das eventuell gesenkt wird, diese Schwelle, oder sich gar nicht an 100.000 werden. Genau. Ja. Ja, dann haben wir noch andere Entwicklungen, die ja ständig da sind, wie der automatische Informationsaustausch oder Pfändungsrichtlinie in der EU. Da kannst du noch was zu sagen, Christoph. Ja, man muss sich erstmal vielleicht auch bewusst machen, warum es diese ganzen Sachen gibt. Ne, es gibt jetzt diesen automatischen Informationsaustausch und so weiter, gibt es gar nicht mehr unbedingt, um Steuersünder zu schlappen und das Steueraufkommen zu erhöhen. Das ist natürlich auch ein Grund. Es liegt einfach daran, natürlich jeden Bankenbesitzer zu identifizieren, zu kennen, auch zu wissen, wo er sein Geld parkt. Weil es ist ja oft natürlich so ein bisschen von Währungskriegen. Ne? Zum Beispiel die USA hat einen Großteil dieser, sag ich mal, Gesetze in Auftrag gegeben, aber nicht unterschrieben. Die USA ist das größte Steuerparadies. Die USA tauschen nichts aus einem bestimmten Grund, damit alle Einlagen in die USA fließen, in Dollar gehalten werden und das hat natürlich den Dollar stärker macht im Vergleich mit anderen Währungen. Ja, genau. Aber auch da sieht man hier bei den aktuelle Schlagzeilen, Steuersündern droht unangenehme Frost vom Finanzamt, wenn man sich durchliest vom Weltartikel, dass sie jetzt halt die ganzen Datensätze haben. Es sind natürlich so viele Datensätze, dass es schwierig ist, das überhaupt zu analysieren, logischerweise. Es ist auch fraglich, was sie damit machen. Aber es ist halt da und das heißt, es bedeutet einfach mehr Gläsernheit des Bürgers von uns. Ja, das heißt, wir haben weniger Privatsphäre und Privatsphäre ist ein Grundrecht oder soll ein Grundrecht sein, meiner Meinung nach, von jedem Menschen.
Und durch diesen automatischen Informationsaustausch, wir wollen ja hier nicht zur Steuerhinterziehung aufrufen oder sowas, ganz im Gegenteil. Ja. Wir wollen ja das euch zeigen, wie man es legal machen kann und ordentlich aufsetzen kann, dass sie eben nichts mehr tun können. Aber das sind halt alles Mechanismen, die eingeführt werden, um uns halt gläsern zu machen, um halt wirklich sehen zu können, wer hat wie viel. Und das ist halt einfach schade, ja, diese ganzen Entwicklungen. Ja, und ist ja längst nicht die einzige Entwicklung. Das sind, glaube ich, noch ein paar mehr Artikel. Ne? Genau. Dann haben wir Zwangshypotheken oder Schuldenaufwertungsgesetze sind ja auch interessant, ja, aus der Vergangenheit, wenn man das mal schaut. Viele sagen immer Betongold, das ist das Wahre, da gehen wir rein, das ist die Alternative zu dem Papiergeld, weil meine Immobilie kann mir ja nicht entwerten, also kann ich, hat immer einen Wert und kann mir nicht weggenommen werden oder sowas, aber da sollte man sich auch nicht zu früh freuen. Denn es können rein theoretisch, es wird ja alles zentral in Grundbüchern verwaltet. Ja. Das heißt, es ist eindeutig nachsehbar auf jeden Fall für jede Jurisdiktion, wer hat jetzt hier welche Immobilie. Und dann können dort halt auch rein theoretisch Zwangshypotheken eingetragen werden, ja. Das heißt vom Staat, um halt das System zu retten. Ja. Das heißt, wenn man dann auf einmal Betongold hat, hat man auf einmal eine Zwangshypothek am Arsch, was auch nicht unbedingt toll ist. Ja, 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 das ist schon ein großes Problem, weil viele Leute überhaupt nicht dran denken. Das ist auch der Grund, warum ich persönlich, ja, wir machen jetzt Airbnb-Business, weil wir eben alles anmieten. Ich möchte in Europa im Moment nichts besitzen. Ja. Man kann durchaus von Immobilien profitieren, aber hier in Europa oder vor allem in Deutschland Immobilien zu besitzen, es ist für viele im Moment ein sehr gutes Leben, kann ihnen aber sehr, sehr, sehr teuer zu stehen kommen in naher Zukunft. Ja. Und da sind halt die Stichwörter Solvency 1 und Solvency 2 und Basel 3, die da sich mit Zwangshypotheken auch sehr stark, wo man da, wenn man da mal ein bisschen, wird derjenige, der jetzt danach recherchieren will, da auch mal nachlesen kann. Und da sind natürlich schon die ersten Sachen auch implementiert. Schuldenaufwertungsgesetz ist halt auch immer so, was man von den Leuten hört, ja, ich mache jetzt ganz viel Schulden, weil dann in Zukunft, wenn es eine Währungsreset gibt oder eine Währungsreform, dann sind die Schulden ja alle weg und der große Crash kommt und ich bin dann halt, habe dann halt meine ganzen Immobilien oder was weiß ich und habe keine Schulden mehr. Aber in der Vergangenheit gab es Schuldenaufwertungsgesetze, auch mal damit beschäftigen und meistens kommen die schlechter weg, die Schulden haben, weil die halt umgerechnet werden oder in die neue Währung halt aufgewertet werden, ja. Im Gegensatz zu Guthaben, was halt verfällt oder was weniger wert ist, aber Schulden werden trotzdem 1:1 übernommen oder vielleicht sogar noch aufgewertet. Also das sollte man auch unbedingt im Hinterkopf haben. Ganz wichtige Sache. So, also. Dann gibt es genau Meldepflichten für Steuergestaltungen, DAX 6 und Substanzanforderungen. Du kannst ja auch noch mal was zu erzählen, Christoph. Ja, genau. Es sind einfach jetzt quasi, wenn du irgendwie eine Idee hast, Steuern zu sparen, musst du das quasi melden, den Behörden, beziehungsweise der Steuerberater muss es melden. Wir persönlich, wir beiden fallen da im Moment noch nicht drunter, weil wir nicht in der EU sitzen. Aber das können natürlich auch durchaus noch Änderungen kommen. Und diese Substanzanforderung ist, was ich eben schon sagte, es wird einfach versucht, jedes Unternehmen greifbar zu machen. Es soll halt nicht mehr möglich sein, Briefkasten zu betreiben aus irgendeinem Ort der Welt. Selbst Nomaden, die mit einem Laptop arbeiten könnten, die sind halt nicht greifbar. Dementsprechend ist es schlecht. Dementsprechend müssen jetzt fast alle Niedrigsteuerländer eben einführen, dass man zwingend ein Büro braucht, zwingend lokale Mitarbeiter beschäftigen muss, zwingend eben Umsatz in diesem Land oder sag ich mal, zumindest Kosten in diesem Land generieren muss, um eben dieses Unternehmen überhaupt betreiben zu dürfen. Genau. Das muss man, Briefkasten wird es, Firmen wird es weitergeben, aber eben nur in Hochsteuerländern natürlich. Wie in den USA zum Beispiel. Nee, aber das ist eine Sache, generell diese ganze Offshore-Welt ist ständig in Bewegung, ja, und deswegen ist es immer gut, wenn ihr euch bei uns meldet oder so. Wenn ihr jetzt genau, hier also wenn ihr so eine klassische Offshore-Company habt, da wird es eigentlich in jeder Jurisdiktion sehr bald Änderungen geben, wenn es sie nicht schon gibt. Also viele Leute sehen immer noch, ja, ich habe eine Marshall Islands Firma oder ich habe eine Mavis Firma, ja, auch da gibt es schon diese Substanzkriterien, wurde schon eingeführt, da müsst ihr aufpassen. Genau, es kommt jetzt überall, auch in Belize und was weiß ich nicht. Und jetzt habe ich hier auch gerade ganz aktuell, wie ihr seht, August 14, 2019, das ist jetzt Dubai oder die United Arab Emirates, die haben das jetzt auch eingeführt, ist auch ganz neu. Also das ist im ständigen Wandel und die werden jetzt alle Schritt für Schritt dahin hinübergehen, auch Substanzanforderungen einzuführen oder viele. Ja. Genau, deshalb haben wir halt unsere mittlerweile relativ wenigen Jurisdiktionen, die wir vor allem anbieten, weil die eben relativ nachhaltig sind und das erstmal nicht machen werden. Genau, das ist halt auch noch so eine Sache. Und jetzt kommt Bargeldverbot oder die Reduzierung vom Bargeld, ja, und da hat man verschiedene Sachen, Geldverschärfung der Geldwäschegesetze. Was jetzt ganz aktuell ist, ab nächsten Jahr, Januar nächsten Jahres, Edelmetallkäufe nur noch bis 2.000 Euro anonym Bargeld erwerbbar in Deutschland. Vorher war die Grenze bei 10.000 Euro. Jetzt überlegt euch mal, ihr könnt jetzt, die wissen, dass physische Edelmetalle wahres Geld sind, ja, und euch quasi schützen, anonym machen. Und diese Grenze wird immer weiter herabgesetzt. Ja, jetzt könnt ihr nur noch 2.000 Euro ab nächstes Jahr im Bargeld beim Edelmetallhändler kaufen.
ohne dass ihr registriert werdet mit eurem Personalausweis oder Reisepass. Kunstgegenstände wurde auch schon eingeführt von der EU. Wenn ihr ein Gemälde kauft oder sowas, es sind natürlich auch, gibt reiche Menschen, die sind intelligent und sagen, ich kaufe mir jetzt ein Picasso oder irgendwas anderes, ja, für ein paar Millionen und stecke da rein mein Geld, ja. Aber ab 10.000 Euro muss das mittlerweile auch schon gemeldet werden, ja, oder wird registriert. Auch Immobilienmakler zum Beispiel gab es vor ein paar Monaten in Großbritannien, dass jemand enteignet wurde, weil er einfach die Mittelherkunft nicht beweisen konnte, woher hat er das Geld gehabt, um diese Immobilie zu kaufen. Dann wird es einfach enteignet. Ja. Du kannst es nicht mehr beweisen, dass du, woher du das Geld hast, und dann wird es enteignet. Ja. Also es wird einem immer das Schlimme unterstellt, du bist immer illegal oder du bist immer ein Terrorist oder was weiß ich was, und du musst dich immer nackig ausziehen und zeigen, wo du halt was her hast. Und nur wenn du es beweisen kannst, dann ist es in Ordnung. Wenn du es nicht beweisen kannst, hast du halt die Arschkarte. Und das wird dir genommen, ja. Genau, Know Your Customer, Anpassungen von Limits, also bei Überweisungen oder bei Bargeldauszahlungen. Hier in Österreich konnte ich nur 400 Euro abheben am Automaten. In Kambodscha konnte ich noch 2000 US-Dollar abheben, aber das wird immer mehr reglementiert. Ja, es ist grausam, was teilweise man mittlerweile nachweisen muss bei Überweisungen. Wenn du irgendwie 90 Euro bekommst, dann musst du teilweise alles Mögliche erklären und nachweisen. Und diese 90 Euro kamen aus Deutschland. Ja. Oder das ist einfach auch eben ein anderer Faktor der finanziellen Repression. Das Geld soll halt möglichst da bleiben bei den Banken und dann natürlich auch enteignet werden zu können. Das heißt, sie wollen es so ein bisschen madig machen, das Geld vielleicht auch woanders hinzubereiten. Woanders hinzubeweisen oder halt in Assets, in Bargeld umzuwandeln. Oder viele deutsche Banken zum Beispiel, die ganzen Volksbanken, Sparkassen, wenn da irgendeine Überweisung auf irgendein Konto geht, wo die Bank quasi irgendwas mit Krypto zum Beispiel zu tun hat, die blockieren die Überweisung, selbst wenn es ein paar hundert Euro sind. Ja, das ist unglaublich. Ja, aber teilweise wollen sie auch Steuererklärungen haben oder was ich, wie Christoph schon sagte, nachfragen bei Überweisungen, bei einfachen Überweisungen. Ja, das kommt natürlich jetzt alles, ne? Die Zeiten sind vorbei, wo man einfach mit dem Bargeldkoffer in die Schweiz gehen konnte und ein Konto öffnen konnte. Du wirst mittlerweile eigentlich immer eine Verbrauchsrechnung brauchen, damit du halt wieder fest einen Ort hast, wo sie dich fassen können und eben nicht als Perpetual-Traveler in der Welt unterwegs bist. Klar, da gibt es Umwege. Zunehmend auch Steuernummern, Steuererklärungen, das wird die nächsten Jahre alles kommen, um ein Konto überhaupt noch öffnen zu können. Genau. Und dafür haben wir auch den Global Citizen Explorer zum Beispiel gegründet, um da halt euch immer up-to-date zu halten mit den aktuellen Entwicklungen und auch wirklich Insights zu geben, die ihr dann umsetzen könnt oder wo ihr dann halt auch wirklich die Sachen kennenlernt, um die Sachen schön zu umschiffen. Und das geht, das ist natürlich jetzt noch wichtig zu sehen, es geht ja nicht um Geldwäsche. Letztlich geht es einfach darum, quasi die, sag ich mal, ist deutlich greifbarer zu machen im Fall einer Krise, dass du dein Geld eben nicht so leicht verstecken kannst und dass man ja quasi mit deinen Ersparnissen das Scheitern finanzieren kann. Ja, genau. Jetzt haben wir hier noch unten die Schlagzeilen von der Welt zum Beispiel. Schon für 50 Gramm Gold müssen sich Barzahler ausweisen, müssen sich überlegen, nur 50 Gramm, das ist ja gar nichts. Und wenn der Preis steigen wird, dann wird es ja noch weniger sein. Und international höchste Standards, Regierung startet die Initiative gegen Geldwäsche. Also man liest es immer wieder und die sagen es einem eigentlich, aber für die meisten Leute ist es halt einfach, die haben es gar nicht auf den Blick und recherchieren es gar nicht. Ja, es gibt so viele Hiobsbotschaften, so viele Schreckensmeldungen jeden Tag, ja. Und da übersieht man gern das Wesentliche. Dann haben wir die Durchleuchtung von Kryptobörsen jetzt seit 2019. Und das liest man dann halt zum Beispiel, die Europäische Zentralbank will die Lücken in der Kryptoüberwachung schließen. Also da sind auch die Bestrebungen, dass halt, die fangen nicht nur an bei Edelmetalle, sondern auch bei Kryptos, weil sie wissen, das können sie nicht wirklich regulieren. Was sie machen können, ist halt den Eingang und Ausgang ins alte System, also zum Beispiel den US-Dollar oder Euro kontrollieren, das können sie machen. Oder halt die Börsen, worüber man handelt, tradet. Darüber kann dann halt die Blockchain ja in den meisten Fällen pseudonym sind. Das heißt, wenn einmal bekannt ist, wem gehört diese eine Wallet-Adresse, dann kann man das halt sehr, sehr einfach analysieren. Da gibt es halt verschiedene Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, auch in den USA, die mit den Finanzbehörden zusammenarbeiten. Und haben wir jetzt wieder neue Regularien bekommen, um noch mehr und alle Sachen eigentlich auszutauschen und den Behörden zukommen zu lassen. Ja. Und damit wird dann halt auch sowas wie Bitcoin oder so, wird dann immer weiter von der Pseudonymität immer mehr auch gläsern, ja, und das muss man sich auch bewusst werden. Also auch da an diesen Stellen arbeiten sie und versuchen uns oder immer mehr zu fassen und zu gucken, wer hat denn hier Kryptowährungen und wer macht denn etwas damit. Hast du noch was zu sagen? Oder? Nö, das ist ein großes Thema, Krypto, aber machen wir mal weiter. Wir haben natürlich Blasengefahr, nicht nur ein hohes Risiko, sondern ein sehr hohes Risiko für eine Immobilienblase in Deutschland, aber auch in anderen Ländern und auch natürlich Blasen in anderen Dingen. Wenn wir eigentlich so die Märkte sehen, die Aktienmärkte, ist es teilweise sehr irrational, was da passiert und ein großer Indikator, dass es bald krachen könnte. Ja.
Dann haben wir noch was Schönes zum Schluss, die Negativzinsen, jetzt ganz neu hier von der Bild-Zeitung vom Dienstag, 13. August 2019, Strafzinsen auf Erspartes, auch kleine Guthaben sind nicht mehr sicher. Also jetzt ist es dann sogar so, dass du dein hart erarbeitetes Geld zur Bank bringst und sagst, hey Leute, verwahrt das doch mal bitte, ihr könnt damit wirtschaften, ja, so wie die Bank das ja eigentlich ursprünglich machen sollte, ihr könnt da das Kapital nutzen und dann wirst du belohnt dafür und darfst auch noch dafür zahlen, ja. Das muss man sich mal überlegen, ja, also du wirst enteignet, du wirst durch die Inflation noch zusätzlich enteignet, du hast Strafzinsen oder Negativzinsen, die kommen werden in Zukunft. Und dann zahlst du noch 70% Steuern. Zahlst noch 70% Steuern, das kommt noch dazu. Alles wird ausgetauscht, es ist nicht mehr anonym, du hast keine Privatsphäre mehr, jeder weiß, was du wo gekauft hast, ja. Also ist doch verrückt und das ist eine Sache, was man sich jetzt mal langsam bewusst werden sollte und einfach die richtigen Schritte gehen soll. Wenn man Vermögen hat, einfach auch jetzt Schritte gehen und sagen, okay, ich verändere etwas, ja, weil die Alarmglocken, die läuten andauernd und es ist meiner Meinung nach schon kurz vor 12 und man sollte so langsam halt anfangen, was zu tun. Ja, und das kann halt echt auch, sollte man nicht auf die leichte Schulter gehen, das kann schnell lebensgefährdend werden. Ja, man hat das in Griechenland gesehen, wo die Leute auf einmal täglich nur noch 20 Euro abheben konnten. Also wenn man da das Geld eben nicht außer Landes gebracht hat, wenn die Griechen irgendwie einen Account hatten, irgendwo anders in der EU, konnten du so munter so viel abheben, wie sie wollten. Aber in Griechenland war halt alles zu. Ja. Und das kann dann, überleben kann man vielleicht trotzdem, aber man kann dann vielleicht gar nicht aus dem Land fliehen, weil man halt kein Geld dazu hat. Oder? Ja, genau, Kapitalverkehrskontrollen, ganz, ganz wichtiger Stichpunkt noch, den wir ganz vergessen haben in diesen Entwicklungen. Aber die sind natürlich auch da. Genau, schauen wir uns jetzt die Möglichkeiten mal an, die du vielleicht hast, um dich strukturell im System aufzustellen, um Vermögenssicherung zu betreiben. Da haben wir halt ein paar Rechtsformen jetzt mal. Halt Off- und Onshore-Firmen, ja, ganz klassisch, juristische Person, dass man halt eine Immobilie zum Beispiel nicht als Privatperson hält, sondern über eine GmbH oder was, ja. Genau, es geht eben auch auf das Thema Holdings, wo wir einfach halt auch gut investieren können, gewisse Vorteile haben in der Kapitalgesellschaft. Eben diese Offshore-Welt ist mittlerweile stark im Wandel, wird weitgehend zerstört werden durch die OECD und die EU, durch diese ganzen Regulierungen, Economic Substance und so weiter, haben wir eben schon erwähnt. Aber es wird natürlich trotzdem noch interessante Firmen und Strukturen, interessante Länder geben. Und einige Länder, die in der Vergangenheit ein bisschen, sag ich mal, schwieriger waren, weil sie von sich aus schon strenge Regeln haben, wie zum Beispiel Singapur, man braucht in Singapur immer einen lokalen Direktor, werden jetzt wieder interessanter, wohin wir auch die Marshall Islands genau solche Direktoren haben. Aber dann nimmt natürlich lieber Singapur. Genau, das ist einfach auch seriöser kommt als Marshallinseln. Ja, dann gibt es Trusts, die man nutzen kann oder Stiftungen, ist ja auch ein Begriff, den einen oder anderen. Vereine kann man nutzen, da hatten wir ja schon die Ausgabe drüber geschrieben, Global Citizen Explorer, die letzte. Genau, auch über Stiftung Trust werden wir sicherlich bald mal bei Global Citizen Explorer scheiden. Ganz grob, Trusts sind eigentlich nur sinnvoll, wenn du in einem englischsprachigen Land lebst und einigen weiteren Ländern, Panama, Schweiz zum Beispiel, weil sie außerhalb dieser Länder nicht anerkannt werden. Ja, das ist eine reines, sag ich mal, Vermögenssicherungsstruktur aus dem Common Law, entsprechend in Zivilgesetzländern wie Deutschland, Österreich, hat man eben Stiftungen, kein Trust. Genau. Aber dazu werden wir dann auch in unserem Community-Treffen in Singapur nochmal im Singapur-Seminar weiter darauf eingehen, auf diese Strukturen. Dann gibt es Hybrid-Strukturen, da schreibst du, glaube ich, die neue Ausgabe drüber, richtig? Reviews, ja, ich schreibe die neue Ausgabe vor allem über Genossenschaften und Reliefs. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Vor allem in Deutschland gibt es tatsächlich die Möglichkeit, Mietwohnungen, Mieteinnahmen komplett steuerfrei zu haben. Eventuell sogar im kleineren Maßstab Grundstücks- und Häuserverkäufe komplett steuerfrei. Und das sind sehr, sehr interessante Möglichkeiten, die wir bieten. Ja, die werdet ihr in 2 Wochen dann drüber erfahren. Genau. Ich glaube, Citizen Explorer, für alle, die schon Mitglied sind, die werden das dann lesen können. Und genau. Alle anderen können natürlich auch Mitglied werden jederzeit. Dann gibt es krisenresistente Anlageklassen. Jetzt wir unterscheiden hier zwischen klassische Anlagemöglichkeiten und exotische Anlagemöglichkeiten. Wir sind natürlich jetzt hier nicht komplett, zählen nicht alle auf, wir zählen mal so die bekanntesten auf, was man einfach andenken kann. Also man könnte natürlich diese Liste jetzt unendlich erweitern und es gibt so viele Möglichkeiten, die man hat logischerweise. Aber wichtig ist mal Währungen oder Bargeld, also ob es jetzt Singapur-Dollar ist oder irgendwas, also dass man halt Bargeld besitzt, ja, ist ganz wichtig, dass man vielleicht mal für 2-3 Monate einfach die Summe hat, die man braucht für 2-3 Monate im Leben, im Bargeld zum Beispiel besitzt, dass wenn mal eine Bank Probleme macht, du kannst es nicht abheben oder was ich oft, wenn du im Ausland bist, viel reist, so wie wir und deine Karte wird dir geklaut oder geht kaputt oder ist verloren gegangen, ja,
dann ist es einfach gut, Bargeld zu haben, eine Bankreserve, weil sonst stehst du da, weil du musst ja warten, bis die neue Karte kommt zum Beispiel. Ja. Und wenn es jetzt einen Crash gibt oder sowas, dann oder Kapitalverkehrskontrollen, du kannst nur noch 20 oder 50 Euro am Tag abheben, aber du hast dann 10.000 Euro zu Hause unter dem Kopfkissen irgendwo versteckt, dann kannst du halt ganz anders wirtschaften und kannst vielleicht flüchten oder kannst dich halt frei agieren. Ja. Oder kannst auch, wenn dir Behörden irgendwas sperren, ein Konto oder so, weil sie irgendwelche Vermutungen haben, kannst du auch gegenüber den Behörden ja ganz anders argumentieren, weil du bist nicht abhängig von denen. Du kannst sagen, hey, ich habe auch mein Auslandskonto noch und ich habe hier mein Bargeld. Das musst du natürlich nicht sagen, aber das ist dann, was du im Hintergrund ja, für dich hast. Ja, man muss die Entwicklung im Kopf behalten, wenn es ein Bargeldverbot gibt, dann bringt es natürlich wenig. Oder dann bringt es schon was, aber man sollte halt Währung haben von einem Land, wo man noch gut mit Bargeld zahlen kann. Genau. Ja, Betongold hatten wir gerade schon angesprochen. Da sollte man halt einfach auch beachten, wenn man das als Anlagemöglichkeiten sieht, dass es hier vielleicht zu Zwangshypotheken in Zukunft kommen könnte. Also da sollte man sich dann ordentlich strukturieren. Genau, da gibt es durchaus Möglichkeiten, die doch sehr spannend sind. Vielleicht halt man unsere Immobilie einfach, was weiß ich, über eine amerikanische LLC, weil die Deutschen, die Amerikaner sicherlich nicht enteignen. Ja. Die wollen sich nicht anlegen mit der USA. Ja, genau, Ländereien, dann neben den Immobilien kann man sich auch Ländereien besorgen, fruchtbares Land, Wasserrechte, auch ganz spannend für die Zukunft, ja. Kann man in Paraguay was machen, in Georgien, ob das jetzt eine Walnussplantage ist oder ja, was weiß ich. Das wird von vielen übersehen, aber das, was sag ich mal, für viele idealistisch klingt, kann dann in so einem Fall einer schweren Krise echt sehr, sehr wertvoll sein, einfach ein bisschen Land zu haben, mit einem Brunnen irgendwie in Paraguay, wo man dieses größte Wasserreservoir, glaube ich, der Welt anbohren kann, wo einfach Sachen wachsen, von denen man dann auch ein paar Jahre lang selbst leben kann. Ja. Genau, also da kann man vorsorgen und sagen, ich mache mir meine kleine autarke Insel, ja, irgendwo auf der Welt, in einem Land, wo es, wenn es zu einer Krise kommt, vielleicht nicht so zu Problemen kommt. Oder was man ja auch beachten kann, wir in Europa haben ja hier eine Wohlstandsgesellschaft. Das heißt, wenn es zu einer Krise kommt, wird es hier mit hoher Wahrscheinlichkeit Chaos geben. In Südamerika oder in Südostasien, wo das eh permanent ein gewisses Chaos ist und auch in der Vergangenheit, wo es viele Krisen schon gab, die Leute sind das gewohnt. Die können eben auch. Ja, die bauen jetzt schon Sachen an in ihrem Garten, von denen sie Subsistenz leben können. Ja. Und ein Großteil der Bevölkerung macht das den ganzen Tag von ihren eigenen Sachen leben, während wir in unserer Wohlstandsverwahrlosung, sage ich immer gerne, da muss es nur einmal in den nächsten paar Wintern für ein paar Tage der Strom weg sein. Und das halte ich für relativ realistisch, dass wir so ein Blackout haben, dieser ganzen Energiewende im Murks. Und dann war es das für viele Leute. Ja. Oder dieses Just-in-Time-Verfahren, was wir haben, das Internet fällt aus, ja, und der Biller kann nicht mehr beliefert werden, der Rewe in Deutschland, ja, was machen wir denn dann? Und diese ganze Just-in-Time-Chain nicht mehr funktioniert, dann sind halt viele in den europäischen oder hochentwickelten Ländern stehen halt dann blöd da. Oder wenn die ganzen Gäste, die wir eingeladen haben nach Deutschland, auf einmal kein Geld mehr bekommen und sich dann ihre Rechte einfordern werden. Das ist nicht, sehe Wien schon brennt. Wien vielleicht, erst ist es Berlin. Erst Berlin. Genau, dann Unternehmensbeteiligung kann auch eine spannende Sache sein in bestimmten Branchen. Vielleicht aktuell ist es vielleicht interessant, in Minenaktien zum Beispiel was zu haben, jetzt einfach mal angenommen, ja, wenn man sich auskennt. Das ist natürlich ein ganz Spezialfall, man muss da wirklich wissen, was man macht. Wenn es jetzt zum Beispiel um Edelmetall-Minenaktien geht oder sowas, ist es ein schwieriges Feld. Generell Aktien ist ein schwieriges Feld, wenn man sich aber damit auskennt und bestimmte Branchen auch diese, wie nennt man diese bösen Branchen? Ja, die Todsünden. Die Todsünden. Ja, irgendwie Tabak und Waffen und Pharma natürlich. Und Nahrungsmittel, das ist jetzt irgendwie die Todsünde, aber generell so Nahrungsmittel. Es gibt schon gewisse Anlagenklassen, es gibt gewisse Güter, die jeder Mensch braucht, auch in der schlimmsten Krise. Und solche Unternehmensbeteiligungen sind dann halt oft resistenter als jetzt irgendwelche anderen Sachen. Auch Luxus durchaus. Ne? Also man muss natürlich immer sehen, jede Krise bringt nicht nur Verlierer, sondern auch immer Gewinner vor. Das Geld ist nicht weg, es hat eigentlich nur jemand anderes. Ja. Und dementsprechend sind auch durch das Luxusartikel sind immer gefragt. Ja. Genau, und dann zum Schluss, eigentlich mit der wichtigste Punkt und was am einfachsten für die meisten realisierbar ist und auch für dich als Zuschauer mit hoher Wahrscheinlichkeit, selbst wenn du nicht viel Geld hast, sind physische Edelmetalle. Selbst wenn man kein großes Vermögen hat, kann man in physische Edelmetalle gehen. Immobilien ist schwierig oder Ländereien zu kaufen. Man braucht meistens hohe Summen dafür. Währung im Bargeld ist für die meisten hier auch noch realistisch. Aber wie gesagt, wenn Bargeldverbot kommt oder wenn das irgendwie kann enteignet werden, ja, über Inflation und so weiter und so fort. Ja, man braucht nicht nur hohe Summen dafür, sondern man muss halt eben vor allem physisch dann vor Ort sein oder zumindest gute Leute, Vertrauenspersonen vor Ort haben, die das für einen machen. Wenn man das nicht hat, dann sollte man Finger davon lassen.
Genau. Und physische Edelmetalle ist halt etwas, was auch der kleine Mann machen kann. Jeder kann sich eine Unze Silber kaufen, wenn er es sich nur leisten kann. Ja? Jeder kann sich auch 100 Unzen Silber kaufen oder 100 Unzen Gold, wenn er das Geld dafür hat. Und er kann die in seinem Garten vergraben oder unter dem Kopfkissen verstecken oder was weiß ich wo. Oder halt einlagern lassen bei einem Edelmetalllager im Ausland, zum Beispiel Schweiz, Liechtenstein, Singapur, mal um so drei Beispiele zu nennen, die dafür geeignet sind. Genau, exotische Anlagemöglichkeiten, die wir haben, die aufkommen seit jetzt ein paar Jahren, seit einem Jahrzehnt ungefähr, ist Krypto, Kryptowährungen, aber hochvolatil, man weiß nicht, wo die Fahrt hingeht, welcher Coin wird sich durchsetzen und so weiter und so fort. Deswegen sehr, sehr, sehr spannend auf der einen Seite, hohes Renditepotenzial, aber auch hohes Verlustpotenzial. Dann Anlagewein, auch so ein Beispiel, ja. Ja, das hat es ja so aufgenommen, weil er ja Winzer ist. Genau. Man kann auch in Anlagewein investieren oder halt Kunstgegenstände generell, alle Sammlerstücke. Alle Sammlerstücke einer Art. Ja, genau. Bei Rolex oder was weiß ich. Autos, Briefmarken, Privatjets, da gibt es viele. Aber die Sache ist die, bei diesen exotischen Anlagemöglichkeiten muss man halt in der Regel wissen, was man macht. Ja, währenddessen, wenn ich mir eine physische Unze Silber kaufe, die Philharmonika, und die ist getestet, dass die echt ist oder was, dann kann ich viel, wenig falsch machen, ja, letztendlich. Diamanten sind noch interessant. Diamanten kann man auch noch, genau, Diamanten haben wir vergessen. Genau. Aber sonst so Sammlerstücke und Anlagebeine, Kunstgegenstände, das ist natürlich ein Spezialfall. Man braucht doch meistens mehr Geld und man muss sich auskennen, ja, und auch vielleicht eine Affinität dazu haben. Genau. Und jetzt schauen wir uns an, die angewandte Asset Protection in der Flaggentheorie geht es aber auf Bezug oder in Bezug auf Edelmetalle. Auch da wir da in unmittelbarer Nähe, also in unserem Umfeld, wo wir uns hauptsächlich aufhalten und dann halt weltweit diversifiziert. Ja, also ich meine, es gibt Möglichkeiten, das einfach bei sich zu Hause zu lagern, vielleicht ein eigenes Tresor zu haben, den man auch vielleicht versteckt hinter einem Gemälde oder hinter einem Schrank oder sowas. Unter dem Kopfkissen oder vielleicht netzt man sogar ins Kopfkissen ein. Ich meine, da kann man kreativ sein. Manche haben vielleicht auch einen Garten, wo sie es einfach verbuddeln oder sie verbuddeln einfach eine Kiste im Wald. Aber es kann natürlich immer durch Zufall gefunden werden, weiß man nicht so wirklich. Und wenn man dann gar nicht mehr irgendwie einen festen Wohnsitz hat in Deutschland, da auch keine wirklichen Vertrauenspersonen hat, denen man das anvertrauen will, dann muss man eben das in Schließfächer bringen oder in den Lagerstätten bringen. Im Inland, was viele machen, weil ich selbst habe ein bisschen Gold rumliegen in Deutschland. Und meine Mutter wollte es unbedingt ins Bankschließfach bringen. Und ich habe gesagt, nein, nein, auf keinen Fall. Lass das irgendwo hier versteckt im Haus, wo nur ich davon weiß und du vielleicht. Und dann kommt im Zweifel dran. Und das findet wahrscheinlich auch niemand. Aber so ein Bankschließfach ist quasi, ja, kommt wahrscheinlich, sobald es ein Goldverbot gibt, gar nicht mehr dran. Es wird automatisch verkauft, was auch immer. Also, wenn ihr irgendwie Wertgegenstände, Gold, Edelmetalle in einem Bankschließfach habt, holt es noch heute raus. Bitte. Ja, genau. Es kann natürlich auch bei den großen Lagerstätten, auch wenn die von privaten Anbietern sind, passieren. Ja, wenn jetzt, sag ich mal, man hat das in der Schweiz und es gibt ein Goldverbot, dann kann es natürlich auch sein, dann hat natürlich die Regierung hat auch einen Fokus auf diese Lagerstätten, weil da ist natürlich dann ein enormer Anteil und große Mengen direkt, ja, neben den Schließfächern. Das sind halt die Sachen, die natürlich als erstes ja, angerührt werden würden, aber wenn man da natürlich auch auf Jurisdiktionen streut und zum Beispiel auch weit weg geht von Europa, wie zum Beispiel Singapur, da gehen wir gleich im Nachgang noch drauf ein, warum überhaupt Singapur, dann ist es für sie ja wesentlich schwieriger, weil die es einfach nicht in unmittelbarer Nähe haben und es nicht greifbar ist für sie. Ja. Und da es auch verschiedene Klauseln in Verträgen einbaubar sind, dass halt einfach man an das Edelmetall auch in solchen Krisenfällen nicht so einfach mehr dran kommt. Genau, ich meine, es ist durchaus sinnvoll, immer ein bisschen Gold auch in Deutschland oder am Wohnort zu haben. Zumindest genug, um sich ein Flugticket rauszukaufen. Ja. Genau, um flüchten zu können, ja. Und dann kann man ja immer noch nach Hongkong gehen und nach Singapur, da wo man seine Edelmetalle hat und kann sie dann da abholen, ja. Oder dann dort irgendwo leben, auf den Inseln, auf den Philippinchen oder so. Genau, und was man natürlich auch da immer schauen sollte, dass man das möglichst anonym kauft. Also das heißt, wenn ich jetzt mir Edelmetalle im Inland kaufe, dann bitte nicht direkt im Online-Shop bestellen und mit Überweisung oder PayPal bezahlen und dann einlagern lassen oder zuschicken lassen, sondern persönlich dorthin gehen. Wo ist das Problem? Ich weiß, die meisten Menschen sind heutzutage faul und wir wollen Gemütlichkeit haben. Ja, ist auch ganz cool, dass Amazon alles innerhalb von einem Tag nach Hause liefert. Aber wenn man sich um sowas kümmert, ja, um die eigene Vermögenssicherung, dann bitte selber zum Edelmetallhändler gehen, persönlich, und dann unter dem Freibetrag kaufen, dass man eben nicht registriert wird. Und wenn man mehr kaufen hat, kann man ja auch mit einer Zweitperson gehen, die dann die zweite Mal über sich kauft, oder man geht halt 5 Tage zu dem gleichen Edelmetallhändler, oder man
was weiß ich, geht zu 5 verschiedenen Edelmetallhändlern. Also da gibt es ja verschiedenste auch Strategien, die man da anwenden kann. Man... Ja, jetzt gibt es halt nur noch 2000 anonym kaufen. Ja, das... aber gut, man kann natürlich in anderen Ländern. Genau, kann über die Grenze gehen zum Beispiel. Genau, und dann weltweit diversifiziert. Da haben wir halt dann, wie gesagt, Edelmetalllagerstätten, zum Beispiel in Schweiz, Liechtenstein oder Singapur, die man nutzen könnte, wo man halt einfach sagt, okay, ich kaufe mir. Ja, man sollte einfach möglichst Länder wählen, die auch eine hohe Goldtradition haben und die eben natürlich auch gute Finanzplätze sind. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Das können auch durchaus so Länder sein, letztlich Länder wie Australien oder Kanada, die selbst viel Gold fördern und auch eine ganz andere Einstellung haben. Ja. Wobei es in Australien immer noch ein Goldverbotsgesetz gibt, was immer noch intakt ist. Das habe ich nämlich angewendet, wäre das auch ganz interessant. Mhm. Dann gibt es halt Schließfächer im Ausland, ja, auch von privaten Firmen vielleicht. Also man muss ja nicht zu einer Bank gehen unbedingt. Wobei es immer gut ist, auch Schließfächer im Ausland zu haben, auch bei der Bank, um vielleicht Dokumente dort einlagern zu können oder sowas, ja. Oder also eine Geburtsurkunde oder was weiß ich, irgendwas Wichtiges, Kaufverträge. Dafür ist es, kann es schon durchaus gut sein, ein Schließfach zu haben, um welche Papiere da einlagern zu können oder so. Aber jetzt physische Edelmetalle, wie der Christoph sagt, ist es nicht unbedingt das Beste, was man da reinpacken sollte. Genau, und dann, wenn man es transparent gekauft hat, sollte man halt auch vielleicht darüber nachdenken, dass man es nicht im gleichen Land lagert, wo man es transparent gekauft hat. Ja. Dass man vielleicht mal einen Kollegen in der Schweiz und man hat es in Deutschland transparent gekauft, dann kann man es ja vielleicht bei einem Kollegen oder bei einem Häuschen in der Schweiz unterbringen, ja, oder irgendwo ganz woanders. Ja, und dann möglichst, wenn es möglich ist, Länder verwenden mit möglichst wenig Know Your Customer oder automatischen Informationsaustausch. Und das ist zum Beispiel jetzt auch so ein Geheimtipp. In Singapur zum Beispiel, wenn man da Edelmetalle hat, dann fallen die nicht als Bankguthaben, weil das keine finanziellen Financial Institutions sind, also sind keine Bankhäuser, diese Lagerstätten. Und das Edelmetalle, physische, zählen auch nicht als Guthaben, wie geht es in Euro oder Singapur-Dollar oder sowas. Das heißt, es wird nicht ausgetauscht am Ende des Jahres. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir das nicht angeben müssen oder dass wir da auch Steuern hinterziehen können. Nein, es bedeutet einfach nur, dass wir mehr Privatsphäre haben und es einfach nicht gemeldet wird. Und das ist halt auch ein. Genau, wie viel kann man anonym Gold kaufen? 50.000? Ja, 50.000 so ungefähr. 50.000 Euro. So. Schauen wir uns jetzt Singapur an. Also wir hatten ja schon mal 3 Jurisdiktionen angesprochen. Das war einmal Schweiz, Liechtenstein und dann Singapur. Und wir haben uns jetzt halt mal für Singapur entschieden, weil wir es selbst auch nutzen in Singapur. Genau, wir haben beide unser Gold dort liegen. Das können wir auch offen sagen, weil das somit die stärksten, gesichersten Tresore auf der Welt sind. Genau, da kann jemand nicht so einfach einreisen und das dann rausholen. Ne? Genau. Ist jetzt Singapur und Gold oder Edelmetall eine gute Kombination? Und jetzt haben wir halt einfach mal so ein paar, weil viele Leute haben auch nach unserer Global Citizen Explorer Ausgabe, ich habe da ja eine Ausgabe zu geschrieben, zu diesem Thema Singapur und dort Edelmetalle einlagern, haben wir viel gesagt, ja, aber ich bin mir nicht sicher und ist Singapur überhaupt der richtige Standort? Ist das Land sicher und warum Singapur? Ja, warum nicht Schweiz, wenn es direkt nebenan ist? Ja? Und das haben wir halt schon, die räumliche Nähe kann gut sein, wenn man schnell sein Edelmetall wieder haben will, aber es kann auch fatal werden, wenn es zu solchen Sachen kommt, dass ein Bargeldverbot in Deutschland eingeführt wird oder so, weil dann ist natürlich für die Schweiz das Nachbarland, für die ist dann einfach mit denen zu kooperieren vielleicht und dann das Geld rauszurücken oder die Edelmetalle. Ja, währenddessen ist in Singapur sehr viel schwieriger möglich ist oder eigentlich gar nicht möglich ist, ja, außer mit einer Verschiffung und es dann sich auch teilweise gar nicht lohnt, das zu machen, wenn ich da meine 50 Kilogramm Silber eingelagert habe oder was, dann wollen sie das dann darüber verschiffen, also das ist... genau, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Also vor 50 Jahren war Singapur noch ein drittes Weltland, hat sich dann von Malaysia abgegliedert oder abgesondert und ist jetzt halt ein Stadtstaat und ist jetzt halt heutzutage eins der reichsten Länder der Welt oder eines der reichsten Stadtstaaten. Dorf, wenn man das hier vergleicht, es gibt ein paar Länder oberhalb, das sind alles so Miniländer und Singapur ist halt auch deutlich, deutlich größer. Genau, und jetzt hier ein ganz neuer Titel, habe ich auf Bloomberg vor ein paar Tagen gelesen, im Juli. 2019, dass Singapur mit ihrem Social Security System dort einfach, sie haben halt so gesehen Kopfschmerzen, Anführungszeichen, weil sie halt einfach 33 Milliarden Überschuss haben und nicht wissen, wohin damit. Ja. Das müssen wir mal überlegen. Ja. Wenn dessen in Deutschland oder in anderen Ländern die Sozialkassen geplündert sind oder man nicht weiß, wie man es weiter aufrechterhalten soll, hat Singapur auch einen ganz anderen Ansatz. Ja. Und hier sieht man auch nochmal das BIP pro Kopf. Und dann haben wir Liechtenstein auf Platz 1, Katar, Monaco, Macau, Luxemburg, Bermuda und dann auf Platz 7 kommt schon Singapur. Ja, Singapur ist halt locker, hat sie nicht im Kopf, aber sicherlich 30, 40 Mal so groß wie die meisten dieser Länder. Ja. Genau. Interessantes Steuersystem. Ist auch wichtig, für Unternehmer sehr, sehr wichtig. Du hast ja Territorialbesteuerung. Kapitalerträge werden überhaupt nicht besteuert in Singapur. Das heißt, wenn ich auch Edelmetalle dort halte und ich verkaufe die, dann laut Singapur-Recht, in Singapur muss man das halt nicht versteuern, diese Kapitalgewinne, weil es keine Kapitalertragssteuern gibt. Ja. Generell weniger Bürokratie oder sehr, sehr effiziente Bürokratie. Es ist sehr, sehr
effizient dort alles geregelt und Regularien für Unternehmer sind auch gering und effizient gestaltet. Und der Ease of Doing Business Index von der Weltbank, der einmal im Jahr rausgebracht wird, das ist der aktuelle von 2019, da ist Singapur auf Platz 2, Neuseeland auf Platz 1 und Georgien ja auch eins unserer Lieblingsländer auf Platz 6, richtig? Ja, Platz 6. Ja, man muss halt einfach sagen, Singapur ist eben schon ein leicht autoritäres Land. Das hat aber durchaus Vorteile. Ne? Das können wir einfach auch nachhaltig, langfristig planen. Da ändern sich eigentlich alle 4, 5 Jahre die Mehrheiten. Und irgendwelche, dann geht es in die komplett andere Richtung. Man muss sich umstellen, sondern man hat eben auch, sag ich mal, langfristige Sicherheit, dass es so bleibt, wie es ist. Oder dass es eben nach den Wünschen des Gründerväters von Singapur quasi auch in Zukunft vorangeht. Ja. Genau. Ja. Und dann, was ja auch noch interessant ist, wie viel Korruption hat man oder Kriminalität? Die Kriminalitätsstatistik habe ich jetzt gerade gar nicht eingebaut, sehe ich, aber ich habe die Korruptionsstatistik. Also Kriminalität ist eins, Singapur ist eines der sichersten Länder der Welt. Ja, da gibt es auch noch eine Prügelstrafe, das heißt, wenn man was Böses macht, dann wird man auf den Arsch geprügelt. Und genau, also aber Singapur ist generell eins der sichersten Länder der Welt. Ja, die Leute sind sehr, sehr reich dort, es gibt einfach keine Kriminalität oder kaum und die Strafen sind auch dann sehr, sehr hoch. Das heißt, die Leute überlegen sich dreimal, ob sie da irgendwas machen. Es gibt natürlich auch Sachen, wo man sagt, okay, ist es sinnvoll, dass Kaugummis zum Beispiel komplett verboten sind, aber Singapur ist halt auch super sauber. Aber es sind halt auch Sachen, wo man sagt, okay, ist vielleicht ein bisschen dann zu übertrieben, aber Singapur macht das halt aus extrem sicher und wenn ich jetzt, sage ich mal, meine Edelmetalle irgendwo einlagern will, dann will ich das eben nicht auf den Philippinen oder so einlagern oder irgendwo, wo halt irgendwo, was weiß ich, im Kongo oder so, wo ich andauernd Probleme habe mit der Kriminalität. Ja, man muss ja auch nicht in Singapur leben. Man kann ja mal einen Urlaub verbringen, mit uns zum Beispiel, und dann sich da seine Goldlagerstätte anschauen, ein bisschen Gold einlagern. Wem das nicht gefällt, diese ganzen Vorschriften, diese ganzen Regularien, muss da dort ja nichts finden. Genau. Das ist eben das Schöne an der Flaggtheorie. Ja. Genau, wir nutzen uns einfach das Land oder suchen uns die Länder raus, wo wir am besten behandelt werden für einen speziellen Punkt. Und dafür ist es halt sehr, sehr gut. Ja. Wenig Kriminalität, hohe Rechtssicherheit, politisch stabiles System und Korruption, wie man hier auch sieht, sehr, sehr gering. Ja. Wir haben Singapur ist direkt auf Platz 3. Platz 3 teilt sich Finnland, Singapur, Schweden und die Schweiz. Platz 2 ist Neuseeland und Platz 1 ist Dänemark an den wenigsten Korruptionen weltweit gemessen. Und Deutschland ist, glaube ich, ziemlich weit hinten, also weiter hinten auf jeden Fall. Genau, dann, was auch noch interessant ist, viele sagen immer, ja, aber Singapur ist ja so hoch verschuldet und warum sollte ich jetzt im Land mein Geld einlagern, was so eine hohe Verschuldung hat, ja, so eine hohe Staatsschuldenquote, über 100%, und wenn das Landbau pleite ist, dann ist mein ganzes Geld, sehr wahrscheinlich Singapur, mein Gold enteignen, ja. Aber da hat man das nur einseitig beachtet oder betrachtet, weil man muss die Schulden von Singapur sich genau anschauen. Es ist also alles Investitionen, das heißt, Singapur ist ein Netto-Gläubigerland, ja, sie geben das Geld nicht aus, sondern sie investieren das. Das heißt, alles, was man jetzt hier sieht, diese 500 Milliarden US-Dollar an Schulden, das sind Investitionen von Singapur und nicht Ausgaben, die sie mal ausgegeben haben. Also das heißt, Singapur ist ein Netto-Gläubigerland. Und auch alle großen Ratingagenturen wie Moody's, S&P, Fitch, R&I, die haben alle AAA Singapur gegeben. Ja. Vielleicht willst du da auch noch was zu sagen? Nö, ich glaube, auf der nächsten Folie haben wir ja noch irgendwie das. Ja, da können wir gleich drei Folien. Ja. Genau. Dann ist auch noch interessant, warum jetzt Singapur mit Edelmetalle. Erstmal ist der Standort generell offen für Edelmetalle. Also die Regierung ist da auch offen für und fördert das auch als Hub in Südostasien, dort halt eine Edelmetalllagerstätte zu haben oder das Edelmetall-Inflow ist. Kryptowährungen dafür sind so offen, sind generell offen für innovative Finanzprodukte. Wenn man jetzt ein bisschen so diese Vorteile nochmal anschaut in Bezug auf Edelmetalle und Singapur, dann hat man zwischen mal keine Steuern auf Edelmetalle, es gibt keine Mehrwertsteuer oder irgendeine Steuer, die darauf erhoben wird. Es gibt keine Reporting Requirements, sowas wie diesen automatischen Informationsaustausch oder was, wenn ich meine physischen Edelmetalle dort lagere, dann wird es nicht nach Deutschland oder so gemeldet einmal im Jahr, sondern bin ich selbst für zuständig, wenn ich da irgendwas mitmache. Ja. Genau, dann ist ein sehr, sehr starkes Recht dort, man hat Rechtssicherheit in dem Land. Und man hat, was auch wichtig ist, hohe Eigentumsrechte. Ja, das heißt, man wird da nicht einfach enteignet in Singapur. Ja, es ist eben auch ein Land in Asien, was relativ selten ist, wo auch Ausländer ohne Probleme eben Immobilien, Grundstücke besitzen können, wo es einfach gleich auch nach englischem Common Law, nach britischem System zugeht, was ja auch für seine Rechtssicherheit eigentlich bekannt ist. Ja. Und was Singapur halt wirklich so, warum Singapur seit 50 Jahren so stark gewachsen ist und so groß geworden ist und so reich,
Die haben ja nichts, wenn man sich das anschaut, die haben ja noch nicht mal Wasser. Die haben am Anfang hatten die Probleme, reines Trinkwasser zu haben. Das heißt, Malaysia wollte die ja wieder zurückhaben. Das heißt, Malaysia hat Import oder Export von Wasser aus Malaysia nach Singapur halt verboten oder reglementiert. Und mittlerweile ist Singapur sogar ein Wasserexporteur zum Beispiel. Ja? Also exportiert Wasser nach Malaysia. Das haben sie halt mittlerweile gemacht. Also, was ich damit sagen will, Singapur hat auch keine Bodenschätze, also sie haben halt selber nichts. Das heißt, es war halt wie ähnlich wie Dubai, komplette Wüste, bloß ohne Öl. Genau, ohne Öl. Also Singapur hat gar nichts. Und das heißt, was hat Singapur? Singapur hat Vertrauen aufgebaut für Investoren und hat ein gutes Steuersystem, funktionierendes System, ja. Und das ist halt letztendlich dieses Vertrauen, das können die sich nicht verscherzen. Das können sie nicht, weil wenn die das machen würden, wäre das ein wirtschaftlicher Ruin. Wenn die jetzt sagen würden, wir veruntreuen alle unsere Gelder hier, die hier sind, oder alle Edelmetalle, dann wäre das der Durchstoß wirklich für Singapur, weil nur dadurch sind die so groß geworden, durch dieses Vertrauen, was die aufbauen konnten. Weil das andere haben die nicht. Die haben keine Edelmetalle dort, Abbauvorkommen oder irgendwelche Ressourcen. Die müssen es eben möglichst zuverlässig machen. Genau. Sie sind einfach ein Finanzhub und haben hohe Rechtssicherheit und genießen hohes Vertrauen bei ihren Investoren. Sind aber eben auch sehr wehrfähig. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist nicht wie ein kleines Liechtenstein, das von 20 Schweizer Gardisten verteidigt wird. Wobei mittlerweile, glaube ich, sogar Liechtenstein würde Deutschland an einem Tag erobern. Ja. Wenn ich mir das deutsche Militär so anschaue, wie auch immer. Singapur ist halt echt sehr wehrfähig, die können sich verteidigen, die haben eine Armee fast so groß wie Deutschland oder Kampfjets und ja, also das ist schon, da kann ich einfach mal in China mal gerade einmarschieren und dann gehört es denen, die sind da schon sehr, sehr gut gerüstet. Ja, die haben verschiedene Basen in anderen Ländern, ob es in Malaysia ist oder Indonesien, also verschiedene Nachbarländern haben die, haben natürlich Bündnisse. Dann sind die teilweise, haben eine sehr, sehr florierende Rüstungsindustrie selber dort. Also das heißt, die produzieren auch Sachen und exportieren das zum Beispiel in die USA, verschiedene Amphibienfahrzeuge und sowas. Die Anzahl der Kampfjet-Flotte ist fast genauso groß wie die von Deutschland. Und es gibt so eine Webseite, die heißt minddev.gov. Globalfirepower.com, so globalfirepower.com, das findet ihr unten in der Quelle. Da kann man verschiedene Länder vergleichen, ja. Wie viel... was haben die, wie groß ist ihre Flotte oder was weiß ich. Und die haben halt auch über 1 Million aktive Reservisten und die arbeiten nach einer Total Defense Doctrine in Singapur, genauso wie auch in der Schweiz. Also Singapur, auch wenn man jetzt sagt, ja, ist ein kleines Land und das könnte ja morgen der Nachbar Malaysia einrollen und mein Edelmetall da klauen, ist auch nicht so einfach. Ja? Also das ist auch zu einseitig gedacht. Die sind sehr, sehr gut verteidigt. Genau, und dann noch zum Schluss, also generell ein wichtiger Standort in Südostasien. Und auch relativ in der Nähe von China, nicht ganz in der Nähe, aber schon relativ nah und ist halt einfach auch ein guter Hub dort generell für Handel. Beste Airline, bester Flughafen, also sollte man auf jeden Fall mal besuchen. Globales Business und Finanzzentrum, ja. Genau, jetzt, das hat man auch noch mit aufgenommen, die Devisenreserven sind fast 10-mal so hoch wie der im Umlauf befindliche Singapur-Dollar. Man sieht das jetzt hier, hatte ich die aktuellen Zahlen rausgesucht von der Zentralbank. 2018 sind es in Singapur-Dollar, in Millionen Singapur-Dollar 48.000 oder 49.000 Millionen Singapur-Dollar und die kompletten ausländischen Währungsreserven in US-Dollar, in Millionen US-Dollar liegen bei knapp 300.000 Millionen und dementsprechend ist es fast 10-mal so hoch, ja, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist auch, also das heißt, der Singapur-Dollar ist auch teilweise noch mit Edelmetallen und so gedeckt durch viele Reserven im Inland. Ja. Genau, und jetzt haben wir noch zum Schluss, bevor wir das Webinar schließen und wir noch deine Fragen beantworten. Also wenn du jetzt Fragen haben solltest, schreib die in den Chat, ja, wir gehen da gleich noch rein kurz. Haben wir jetzt schon relativ lange gequatscht, aber ich denke, das war super spannend, das Webinar hier. Und wenn du jetzt halt Interesse hast, nach Singapur zu kommen und es dir anzuschauen vor Ort. Wir haben natürlich da Partner vor Ort und eine eigene Edelmetalllagerstätte, mit der wir zusammenarbeiten, die wir besuchen werden. Das heißt, wir werden den Inhaber kennenlernen, den Gründer, der wird einen Vortrag halten für uns über das Geldsystem, über Edelmetalle, über Singapur als Standort. Der hat sogar seine deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben, hat mittlerweile die singapurianische Staatsbürgerschaft. Darüber wird er vielleicht sogar was erzählen. Da können wir ihn fragen, wie er das gemacht hat, warum er diesen Schritt gegangen ist. Wir können vor Ort die Räumlichkeiten uns anschauen. Das heißt, wir werden in diesen Tresorraum gehen. Wir werden das alles sehen. Ihr könnt euch, wenn ihr wirklich damit mit den Gedanken spielt, in Singapur Edelmetalle einzulagern, dann könnt ihr wirklich aus erster Hand das besuchen und anschauen. Ihr könnt den Tresor besuchen, ihr könnt die Edelmetalle live anfassen, aber nichts mitnehmen. Das, das geht nicht. Nur verboten. Sonst gibt es Prügelstrafe. Ja. Aber das ist, wir werden die Sicherheitsmechanismen sehen, da kommt keiner dran. Genau. Und, und ihr könnt alle fragen, wenn ihr kritisch seid oder was weiß ich. Ihr seid selber im Tresor, ihr könnt das Team fragen, ihr könnt den Inhaber persönlich fragen. Ihr könnt sagen, wie wird das hier gemanagt? Wie sieht euer System aus? Was weiß ich? Wie wird das getestet? Zeigt mir die
zeigt mir das oder was weiß ich, das könnt ihr alles machen. Ja, wir gehen da mit einer kleinen Gruppe von Leuten hin im Januar 2020, haben wir jetzt geplant, 13. bis 16. Januar 2020. 20, ups, nicht 9. Das ist unser Fehler, oder mein Fehler, sorry, 2020. Der 13. Januar ist ja schon vorbei. Genau. Ja. Wichtig ist natürlich, das ist vor allem ein Seminar, wo wir viele Themen besprechen, vor allem was eben diesen Vermögensschutz deutlich detaillierter angeht, wie wir das jetzt gemacht haben. Wir gehen dann vor allem detailliert darauf an, was ist ein Trust, wo kann man ihn gründen, was bringt er für Vorteile. Genau, gleiches für Stiftungen, für Vereine, für Genossenschaften, generell Flaggentheorie, jetzt die Offshore-Welt komplett im Umsturz. Dann im Januar gibt es ja noch mehr Gewissheit, was sich alles ändern wird, wo es sich schon geändert hat. Ja. Da ist einfach halt für viele stark auch mit Investmentfokus, was heißt, wie nutze ich Holdings, wie kann ich doppelte Steuerungsabkommen am besten anwenden, um die Steuern auf Aktienhandel, auch andere Dinge natürlich zu reduzieren. Wie geht es am besten in Verbindung mit Edelmetallen, mit Gold, was für Strukturen brauche ich da auch? Genau, also das ist ja der eine Pfeiler von unserem Community-Treffen oder Global Citizen Explorer-Treffen in Singapur, unser Seminar. Ja, und dann halt auch, wie gesagt, Vorträge von unserem lokalen Experten vor Ort. Das ist der eine Punkt. Dann natürlich gemeinsame Zeit mit uns zusammen. Ihr könnt uns persönlich kennenlernen. Wir sind im kleinen Kreis, das heißt, ihr könnt uns alle Fragen stellen. Wir werden uns so austauschen. Maximal 25, 30 Leute sein. Genau. Und das heißt, wir können auch wirklich Networking betreiben und die Leute, die da hinkommen, die meinen es wirklich ernst, ja. Das heißt, wir haben auch schon die ersten Teilnehmer und das sind wirklich Unternehmer oder Investoren, die da hinkommen, ja, die es ernst meinen. Das heißt, ganz wichtige Kontakte auch, die man knüpfen kann, ja. Und daraus ergeben sich sehr wahrscheinlich wieder neue Geschäftsbeziehungen oder neue Möglichkeiten, ja. Das heißt, Networking ist auch ein Fokus. Nee, ich habe ja meine Seminare gemacht, die habe ich jetzt gestoppt. Ja, es gibt ja als Videokurs, aber so ein Seminar oder zwei im Jahr sind halt mir auch sehr wichtig, um einfach die Leute zu vernetzen und ja, coole neue Projekte zusammenzustarten. Genau, und das ist auch wieder ein ganz neues Thema, auch ein ganz neues Feld. Ja, Singapur, sich als Jurisdiktion mal wirklich anzuschauen, Asset Protection, ein ganz neues Thema, als jetzt das klassische Seminar, was wir halt vorher gehalten haben oder was ich auch gemacht habe, der Christoph. Genau, wie gesagt, Besuch des Goldtresors und ja, wir schauen uns natürlich auch die Stadt ein bisschen an, laufen so ein bisschen durch die Gegend und genießen abends dann, können zusammen essen gehen und haben halt eine coole Zeit zusammen, ja. Genau. Das sind schon fortgeschrittene Themen, aber es ist natürlich auch durchaus für Einsteiger, wenn sie sich für Singapur, für Gold interessieren, geeignet. Und da kann man vielleicht halt alle nötigen Grundlagen auch schnell lernen, deswegen bevor dem Seminar schon. Genau, dann natürlich noch wichtig die Kondition. Was ist jetzt dabei und was ist nicht dabei? Was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, was auf jeden Fall dabei ist, ist die Global Citizen Explorer Jahresmitgliedschaft, die bekommst du da dazu, oben on top, ein Jahr Verlängerung oder wenn du noch nicht Mitglied bist, bekommst du halt auf jeden Fall ein Jahr. Das ist inkludiert. Und ansonsten haben wir halt 4 Tage Global Citizen Explorer Treffen vom 13. bis 16. Januar. Was ist inkludiert? Das ist einmal halt die Zeit mit uns, mit Christoph, mit Sergio, mit mir und der Dora für 4 Tage. Gerade Besuch bekommen. Genau, wir helfen dir, oder die Dora natürlich, bei der Organisation ein bisschen, wenn du jetzt Hilfe brauchst bei der Unterkunftswahl, können wir dir da natürlich auch mal behilflich sein, aber der Preis inkludiert natürlich nicht die Unterkunft an sich selbst, ja, der musst du selbst dann bezahlen, aber wir können dir natürlich helfen, da, wenn du Probleme hast, irgendwas zu finden, können wir da ein bisschen dir unter die Arme greifen. Genau, dann natürlich die Organisation der Reise und Betreuung vor Ort ist inkludiert logischerweise, das Ticket zum Seminar, zu unseren allen Vorträgen, auch von den Vorträgen zu den Partnern und der Besuch unserer Edelmetallfirma, also dem Partner, Tresorbesuch, die Transportkosten, um dorthin zu kommen zu der Firma, um den Tresor zu besuchen. Also wir werden da auch einen Bus und sowas mieten. Und das ist natürlich auch darin inkludiert. Ja. Genau, dann gemeinsame Stadtbesichtigung werden wir machen und jede Menge Spaß und Kontakte für dein Netzwerk. Ja, das ist eigentlich unbezahlbar, meiner Meinung nach. Und genau, jetzt nochmal hier, um es auch klar zu machen, worum man sich selber kümmern muss, wenn man dabei sein möchte. Klar, die An- und Abreise, dein Flug. Ja, wenn du natürlich schon in Singapur lebst, umso besser, oder im Nachbarland Malaysia oder wie auch immer, ist es vielleicht besser für dich zu gestalten. Ansonsten, wenn du aus Europa einfliegen musst, das musst du natürlich alles selbst organisieren und selbst bezahlen. Auch deine Unterkunft, wie gesagt, da kann dir die Dora dann helfen, Unterkunft zu finden. Deine Transportkosten, deine privaten Transportkosten vor Ort, ja, also wenn du jetzt einen Bus nehmen willst oder ein Taxi oder was weiß ich, wenn wir uns abends irgendwo treffen im Restaurant oder so, dann du musst da hinkommen, das trägst du natürlich selbst logischerweise und Verpflegungskosten vor Ort, genau, wenn wir auch abends zusammen uns dann irgendwie verabreden zum Abendessen oder sowas, zum Networking, das muss man natürlich auch selbst tragen, diese Kosten. Genau, das sind eigentlich die Sachen. Ich denke, das ist eindeutig. Falls du noch Fragen haben solltest, was jetzt nicht inkludiert ist oder was inkludiert ist, dann schreib uns persönlich, schreib
mit uns zusammen vom 13 bis ein Jahr Mitgliedschaft und glaube ich, den Explorer kostet jetzt einmalig 1.395 Euro pro Person. Das ist ja wirklich ein ziemlich guter Preis für das, was man bekommt. Das sind zwei Volltage-Seminare mit echt super coolen Trips. Gerade sowas wie Genossenschaften, sowas, die echt super viele Möglichkeiten, genau wenn ihr noch irgendwie in Deutschland verankert seid. Gibt jetzt kurz im GCE in der nächsten Ausgabe, aber dann auch noch mal deutlich detaillierter im Januar-Seminar. Genau, ja. Und falls du jetzt nicht auf der Webseite sein solltest, du findest nochmal alle Detailinfos zum Seminar und weitere Sachen, auch das Buchungsformular, dass du es bezahlen kannst oder bestellen kannst, unter globalcitizenexplorer.com/sgd. Genau. Und jetzt zum Schluss können wir nochmal kurz auf Fragen eingehen, würde ich sagen, Christoph. Schauen wir mal, ob da Fragen eingekommen sind. Kurz, hier gehen wir in den Live-Chat. Stopp mal kurz die... Uiuiui, da haben wir so einen Riesen-Chat. So, eure Meinung zu Gold Money? Ja, persönlich habe ich nicht so Gutes von Gold Money gehört. Ich kann da keine großen Details nennen, aber ich wäre da vorsichtig, ob tatsächlich überhaupt Gold, sage ich mal, das, was dir als Gold angegeben wird, ist tatsächlich gedeckt ist. Hast du da eine Einschätzung? Ja, nicht wirklich. Ich muss dazu sagen, ich hab davon auch gehört, was du gesagt hast, dass es teilweise Probleme gab, aber ich kann den jetzt auch nicht komplett als unseriös darstellen. Also deswegen, unseriös sind sie nicht, sind jetzt keine Betrüger, das schon, aber also ich habe da jetzt keine Ahnung, große Ahnung von, aber ihr könnt da mal ein bisschen recherchieren, da findet ihr auf jeden Fall durchaus auch Sachen, die legitim sind, die davon abraten. Ja. Also ich würde eher physisches Gold lagern und dann eben immer mal wieder was verkaufen, wenn ich es brauche. Genau, ja. Also da können wir kein wirkliches Feedback zu geben. Genau, hallo, Grüße aus Georgien, aus der José, hallo José. Was haben wir denn hier? Moin, moin aus Hamburg. Wie sieht's denn mit ETFs aus, wenn die Bank, über die ETFs gekauft wurden, pleite geht? Das wird sie wahrscheinlich auch mit dran. Wertpapierbüros unterliegen dem dann sehr wahrscheinlich auch. Ja. Ist die deutsche Rente eigentlich inflationsgeschützt? Das wäre schön, wenn so wäre. Ne? Ja, das ist, glaube ich, eine... Ja, also das wird sehr wahrscheinlich nicht inflationsgeschützt sein, nein. Also gehe ich mal stark von aus. Ich halte den Ausdruck Enteignung in diesem Zusammenhang für irreführend. Wenn die Bank eigentlich pleite gehen würde, aber gerettet wird, hätte der betroffene Mensch sein Geld, welches keins ist, verloren. Das ist keine Enteignung, sondern ein Vermögensverlust. Ja, kann man sich auslegen und vielleicht auch schönreden. Also ich finde... Klar, man kann sagen, es ist Vermögensverlust, aber das ist für mich wie ein Synonym für Enteignung. Ne? Ja, wenn mein Geld weg ist und ich nichts damit zu tun habe und ich mir die Schuld bin direkt, dann ist es Enteignung. Dirk fragt, was ist konkret mit Belize? In Belize wurden halt auch die Economic Substance Regeln eingeführt. Die werden, also die jetzt Firmen dort haben können, glaube ich, noch 3 Jahre oder 2 Jahre. Wenn die noch mit den aktuellen Bedingungen weiterführen, wenn die vor 2019 gegründet wurden. Aber ich muss es nochmal genau nachschauen, das können wir nochmal genau, kenne ich jetzt nicht im Kopf, aber da werden auf jeden Fall auch die Economic Substance Regeln eingeführt. Ja, die werden in allen Offshore-Ländern eingeführt, wobei Belize hat letztens wieder einen Rückzieher gemacht. Viele Länder so ein bisschen abwartet halt im Moment. Die schauen ganz genau, was ihre Nachbarn, ihre Konkurrenten machen und kopieren das quasi. Ja. Und deshalb spricht keiner so richtig vor im Moment. Ja. So, dann fragt mich jemand, macht es Sinn, möglichst viel Bargeld zu halten, um dann nach der Krise zu kaufen? Ja, es macht natürlich schon Sinn, gewisse Bargeldreserven zu haben, aber ich würde es natürlich nicht nur in Bargeld haben. Ich würde es in verschiedenen Währungen haben, auch in, sage ich mal, Assets, die man relativ schnell wieder zu Liquidität machen kann. Natürlich macht es Sinn, wenn die Krise, wenn der Tiefpunkt erreicht ist, dann ordentlich Aktien zu kaufen. Im Moment würde ich niemandem zu Aktien raten, aber es könnte sehr bald sehr spannend sein, wieder in die Märkte zu investieren. Aber da muss erstmal entweder einen großen Crash geben oder was wahrscheinlicher ist, eher eine sehr langfristige Rezession, die dann erst in ein paar Jahren den Tiefpunkt erreicht. Genau. Ja. Ich denke auch, besser ist es halt, physische Edelmetalle zu haben, weil wenn es zu einer Inflation kommen sollte, eine Hyperinflation, hat jetzt ja auch nochmal jemand gezeigt. Ja, vor allem so ein Gold kannst du ja auch, wie gesagt, bei diesen Anbietern quasi in ein paar Sekunden zu Währung wieder machen. Ja. Für wie riskant haltet ihr Schließfächer außerhalb der EU, zum Beispiel Armenien, Georgien? Ich meine, Georgien ist natürlich im Pulverfass dort. Es ist natürlich schon geopolitische Spannungen mit Russland oder auch generell mit den anderen Nachbarn. Ich komme immer darauf an, wo die Schließfächer sind, aber ich würde jetzt Kaukasus nicht unbedingt Schließfach haben. Mhm. Wenn, dann würde ich es in Europa vielleicht dann eher in den nordeuropäischen Ländern ohne EU haben, zum Beispiel in Norwegen oder in Island, könnte das zum Beispiel interessant sein.
natürlich machen kann. Man kann dort einfache Dokumente halten oder lagern, die man jederzeit auch zurückbekommen kann, die, wo vielleicht, wo man eine Kopie von dort nochmal hält, ob es jetzt Geburtsurkunden sind oder was weiß ich was, solche Sachen, Kaufverträge, das kann man schon, denke ich, noch machen dort in solchen Ländern. Aber jetzt Edelmetalle, so würde ich da auch nicht einlagern in so Schließfächern. Gebe zu bedenken, dass die Schweiz über den stetig sehr starken Franken ebenfalls massive Probleme bekommen kann. Natürlich, auch die Schweiz ist davon nicht jetzt ausgenommen. Auch die Schweiz kann Probleme bekommen in Zukunft. Jedes Land. Und wir wissen natürlich auch nicht, wir können die Zukunft nicht vorhersagen. Auch Singapur kann es zu Problemen kommen. Ja. Und jeder soll auch sein eigenes Research machen, logischerweise. Uns nicht alles blind glauben, sondern selbst recherchieren, nachforschen. Und dann diversifizieren, Flaggentheorie anwenden. Dass man, wenn etwas passiert, möglichst nicht alles auf eine Karte gesetzt hat und alles verliert. Richtig? Mhm. Wie seht ihr Singapur denn unter dem Aspekt der Grenzauseinandersetzung mit Malaysia? Hast du da was? Ja, das haben wir ja gerade besprochen eigentlich mit Singapurs Wehrfähigkeit, mit der großen, dem großen Militärbudget, was sie haben. Ich denke, das ist nicht so, das, nicht so die Gefahr, ja. Ja. So, dann holt noch heute euer Gold aus dem Bankschließfach. Glaubt ihr wirklich, dass ein Goldverbot bzw. Zutrittsverbot zum Schließfach noch heute oder auf morgen kommt? Ja, wenn es kommt, dann kommt es von heute auf morgen. Das war ja genauso wie in Zypern, das halt oder in Griechenland, von heute auf morgen. Am nächsten Morgen wollten die Leute zur Bank gehen, das war nicht mehr möglich. Das wird dann von über Nacht implementiert, solche Sachen. Ne? Also zumindest war es immer so in der Vergangenheit. Ja, man weiß halt nicht, wann es kommt. Und wenn es kommt, dann kommt es von heute auf morgen und dann war es das. Also ich meine, die werden euch natürlich nicht sagen, hey, in 3 Tagen wird es ein Goldverbot geben, ne, Leute, oder werden wir eure Goldfächer plündern oder was? Das wird euch keiner sagen. Ja. Das ist dann Kinderweltdenken, meiner Meinung nach. Und das wird werden dann von heute auf morgen kommen, ja. Und das werden sie dann auch sofort umsetzen. Deswegen sollte man halt einfach vorausschauen, denken und das umsetzen. Auf amerikanische Ratingagenturen würde ich keinen Pfifferling setzen, auch alles nur Marionetten. Ja, kann man auch diese Meinung vertreten. Super interessant, danke, doch leider ist wiederholt die Tonqualität recht schlecht. Ja, okay. Mal ein Mikro. Ja, müssen wir ein Mikro nächstes Mal benutzen. Christoph ist meistens schwer zu verstehen, also nächstes Mal lauter sprechen, Christoph. Wird es Videos über das GCE-Treffen geben? Ja, wir werden vielleicht das auf Video aufzeichnen und einen Videokurs daraus machen, den man kaufen könnte, vielleicht gegebenenfalls, aber das haben wir noch nicht geplant. Nö, nee. Wir werden es vielleicht aufnehmen, aber ob wir es dann irgendwie als Seminar anbieten, schauen wir mal. Also es ist schon natürlich einfach gedacht, dass Leute auch herkommen und nicht irgendwie zu Hause im Popcorn setzen, sich das so reinziehen, weil es dann auch sehr stark um den persönlichen Kontakt geht. Ja. Dann Januar 2019, ja, wie gesagt, das war ein Fehler. Entschuldigung, Januar 2020, also nicht jetzt hier, also geht natürlich nicht. Genau, und dann Carsten fragt, informiert ihr auch über die Cons, also die negativen Sachen dieser Edelmetalle in Singapur, in der Regel Wucherspreads von An- und Verkäufen. Ja, natürlich, jeder Service kostet Geld. Ja? Und das ist natürlich auch so eine Sache, die man in Deutschland hat. Oder viele wollen Geld sparen und wollen alles umsonst haben. Ja? Ich hatte letztens eine Anfrage von irgendjemandem, der wollte möglichst ein Offshore-Konto haben, das sicher ist und nichts dafür bezahlen und 10 Euro im Monat ist zu viel. Offshore-Konto müsst ihr 100 Euro im Monat zahlen. Ist halt so. Wenn ihr sicher Gold haben wollt, ja, dann klar. Ihr könnt natürlich das Geld irgendwie vielleicht Gold irgendwie günstig kaufen und dann irgendwie nach Singapur bringen. Das sind dann auch wieder Transportkosten. Ja. Also es ist so, dass man Sachen nie umsonst bekommt und ein gewisser Service kostet einfach Geld. Und diejenigen, die mit uns nach Singapur gehen werden und diese Facilities, diese Einrichtungen besuchen werden, die werden auch sehen, dass das nicht eine kleine, was weiß ich, ja, Lachfirma da ist oder sowas, sondern dass die wirklich das ernst machen und dass es ein krasses Ding ist. Und für so einen Service zahlt man halt dementsprechend. Ja, und vor allem Bucher, das ist dann halt immer so ein bisschen die Frage. Besser Bucher als das Geld ist komplett weg, ja, weil wir es halt nicht sicher haben. Ja. Genau die Sache wie bei Krypto. Ja, Krypto steigt so stark oder hat so viel Potenzial, dass es dann auch egal ist, wenn du mal ein paar Prozent hast. Ich glaube, das Akku ist leer. Shit. Hat unser Kollege, der gekommen ist, ein Ladegerät? Aber jetzt ist es eh zu spät. Jetzt sind wir sehr spät.